Gesellschaft ist kein Verbrechen, sondern sie ist die Kraft, die das Verbrechen in Zaum hält. Wenn die gesellschaftlichen Kontrollmechanismen erlahmen, dann bricht sich die angeborene Grausamkeit des Menschen Bahn. Der Vergewaltiger ist nicht Produkt schlechter sozialer Einflüsse, sondern mangelhafter sozialer Konditionierung. Die Feministinnen, die sich bemühen, der Sexualität Gewaltverhältnisse auszutreiben, wenden sich gegen die Natur. Sexualität ist Macht, Identität ist Macht. In der westlichen Kultur gibt es keine Beziehungen ohne Ausbeutung. Jeder hat getötet, um zu leben. Schöpfen durch Zerstören, dies bestimmt als universales Naturgesetz den Geist und die Materie. Wie Freud als Erbe Nietzsches versichert, ist Identität gleichbedeutend mit Konflikt. Jede Generation pflügt die Gräber früherer Generationen um. Die libertären Bewegungen der Moderne kranken an unaufgelösten inneren Widersprüchen. Sie preisen Individualismus und Freiheit, die radikalen Strömungen verdammen gesellschaftliche Ordnung als repressiv. Andererseits wird vom Staat erwartet, dass dieser für die materielle Wohlfahrt aller Sorge trage, was sich wiederum nur durch eine Erweiterung staatlicher Macht und eine Aufblähung des bürokratischen Apparats realisieren lässt. Solche Liberalität brandmarkt mithin den Staat als tyrannischen Vater, verlangt aber von ihm, dass er sich wie eine sorgende Mutter betrage. Der Feminismus hat diese Widersprüche geerbt. Er betrachtet jede hierarchische Ordnung als repressiv, als gesellschaftliche Erfindung. Jedes negative Urteil über die Frauen gilt als Lüge der Männer, ersonnen, um die Frauen klein zu halten. Der Feminismus ist über seine eigentliche Aufgabe, nach politischer Gleichberechtigung für die Frauen zu streben, hinausgegangen und hat sich verrannt in die Leugnung der Kontingenz des Lebens, der Abhängigkeit der Menschen von der schicksalhaften Macht der Natur. Sexuelle Freiheit, Befreiung der Sexualität, moderne Illusionen. Wir sind hierarchiebewusste Tiere. Wird eine Rangordnung weggefegt, tritt sogleich eine andere an ihre Stelle, die vielleicht sogar rigider als die erste ist. Es gibt Rangordnungen in der Natur und abgewandelte Rangordnungen in der Gesellschaft. In der Natur herrscht rohe Gewalt als Gesetz. Der Stärkste überlebt. In der Gesellschaft gibt es Schutzvorkehrungen für die Schwachen. Gesellschaft ist, wie schon gesagt, unser fragiles Bollwerk gegen die Natur. Wenn die Achtung vor Staat und Religion gering ist, sind die Menschen frei, empfinden diese Freiheit aber als unerträglich und streben nach neuer Knechtschaft, indem sie sich in Drogenabhängigkeit begeben oder in Depressionen verfallen. Wo immer sexuelle Freiheit erstrebt bzw. erreicht wird, lässt, das ist meine These, auch der Sadomasochismus nicht lange auf sich warten. Romantische Sehnsucht geht stets in Dekadenz über. Die Natur ist ein strenger Lehrmeister. Sie ist die Schmiede, auf deren Amboss der Individualismus zertrümmert wird. Vollkommene Freiheit wäre gleichbedeutend mit dem Untergang durch Feuer, Wasser, Luft und Erde. Die Masken der Sexualität von Camille Paglia.